So, und dann hallo und herzlich willkommen zu den Bundesländern im einzelnen Waldrecht technisch betrachtet. Wir starten mit Bayern. Bayern ist, und ich möchte immer so eine grobe Einordnung geben, gutes Bundesland, schlechtes Bundesland, waldrechtlich gesehen für uns. Bayern ist intermediär. Man darf vieles, was man woanders nicht darf. Dafür darf man das, was man woanders darf, in Bayern dann teilweise nicht. Allerdings ist das kritisch auszulegen. Wir kommen dazu. So, jetzt Radfahren erstmal. Darf man auf geeigneten Wegen. Bayern ist damit das liberalste Bundesland, was das Radfahren angeht, was mit etwas Vernunft als geeigneter Weg zum Radfahren angesehen werden kann, das darf auch befahren werden. Ein kleiner hochalpiner Wanderpfad, wo gefühlt zwei Wanderstiefel nebeneinander gerade so draufpassen, ist nicht zum Radfahren geeignet. Auch wenn es Leute gibt, die da Radfahren können, das ist kein geeigneter Weg. Das möchte ich noch mal kurz erwähnen. Alles andere kann man vielleicht so auslegen, ne? Aber generell, also der Weg sollte schon breiter als zwei Wanderstiefel nebeneinander sein. Das wäre wichtig. Generell gibt es da in anderen Bundesländern so ein bisschen die Auslegung, dass ein Weg dann zum Radfahren geeignet ist, wenn Gegenverkehr ausgewichen werden kann, ne? Also er muss in beide Richtungen gleichzeitig sozusagen befahrbar sein oder es muss genügend Punkte zum Ausweichen eben entsprechend geben. Und das ist bei so hochalpinen Pfaden und auch sonstigen kleinen Mini-Waldsteigen definitiv nicht der Fall. Kommen wir zum Thema Betreten erstmal. Das ist wie überall sonst auch frei. In Bayern ist es zusätzlich nochmal durch die Verfassung sozusagen geregelt, weil es zu bayerischem Brauchtum gehört und das ist geschützt, dass man wandern geht in der Natur als Bayer. So, und damit ist das Betretungsrecht noch ein bisschen fester verankert in Bayern als in anderen Bundesländern. Doch was Gutes. Beim Sammeln von Walderzeugnissen, hatte ich erwähnt, Nüsschen, Blümchen, Bärlauch, so ein Zeug, gilt Standard Naturschutzrecht. Also sprich ein Hanfstrauch und man darf keine Pflanzen dabei beschädigen, außer winzig kleine Zweige bei Nicht-Forstpflanzen absägen oder abschneiden. Holz sammeln ist Bayern eins der Bundesländer, in denen das ausdrücklich erlaubt ist. Man darf vom Baum gefallenes oder sonst irgendwie angefallenes, das man nicht selber vom lebenden Baum entfernt hat, Totholz bis zu einer Dicke von 10 cm sammeln, wenn es nicht für den Verkauf bestimmt ist. Soll heißen, wenn der Waldbesitzer bzw. eigentlich die bayerischen Staatsforsten, dazu kommen wir gleich noch, das Holz bereits aufgestapelt hat und irgendwo schön hingelegt hat, dann ist klar, dass es zum Verkauf bestimmt ist, da die Finger von lassen. Und das Holz darf maximal eine Dicke von 10 cm haben, wichtig, wichtig, wichtig. Und weiterhin noch wichtig für diejenigen, die eine unglaublich große, krasse Handsäge besitzen, denn man darf keine Motorsäge verwenden, die krasse Handsäge, die ihr besitzt, darf keine Blattlänge von mehr als 60 cm haben. Einfach um das Holzsammeln auf ein so uneffizient zu machen, dass man nicht riesige Mengen Holz sammeln kann. Darum ist das so. Und das wäre halt auch nochmal wichtig für Leute mit diesem komischen Katana-Boy-Sägen-Ding, was unglaublich lang ist. Weiß nicht, wie lang das genau ist, aber mehr als 60 cm sind nicht drin. Und ganz wichtig, Holz sammeln nur im Staatswald, sprich im Wald, der den bayerischen Staatsforsten gehört bzw. von diesen verwaltet wird. Nicht im Privatwald, nicht im Gemeindewald, da gilt das jeweils nicht. Da gehört alles Holz, jedes bisschen dem Waldeigentümer. Feuer. Feuer ist in Bayern Standard, fast wie in den meisten Bundesländern. Feuer machen darf man nicht, außer in dafür ausgewiesenen Flächen. Ausnahmen, Waldbesitzer, Jäger im eigenen Jagdgebiet und Angestellte der Forstbetriebe, mehr oder weniger. Imker theoretisch auch noch, wenn man dann in Bayern einen Imker eben entsprechend ist, dann darf man zum Betreiben seiner Imkerei, weil man muss ja dieses Rauchdingens da anzünden, auch offenes Feuer im Walde entsprechend verwenden. So. Es gibt in Bayern ein Rauchverbot vom 1. März bis 31. Oktober. Das kostet so irgendwas zwischen 20 und 50 Euro, wenn man dabei beim Rauchen dann doch noch im Walde entsprechend erwischt wird und jemand tatsächlich der Meinung ist, einen deswegen zur Kasse bitten zu wollen. Passiert quasi nie, aber es steht so im Gesetz. Zelten darf man relativ liberal auch mit Genehmigung des Waldbesitzers,
oder wenn man der Waldbesitzer ist. Aber das ist relativ liberal. Also ein Zelten in Bayern im Wald ist noch vergleichsweise leicht durchzusetzen. Nur Wildzelten, ohne irgendjemand gefragt zu haben, das darf man tatsächlich nicht. Und jetzt kommt's. Ein generelles, einfaches Schlafen im Wald, wie man das als Biwak quasi eigentlich überall machen kann und wie ich das bisher immer propagiert habe, darf man in Bayern doch nicht. Bayern ist damit das dritte Bundesland, in dem das nicht so einfach geht. Denn es gibt ein Dokument, das nennt sich Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes, 5. Abschnitt, Erholung in der freien Natur. Und da finden wir unter Punkt 4.1 Inhalt des Betretungs, also 4 ist Inhalt des Betretungsrechts und 4.1 Betreten im engeren Sinne. Und da steht, dass das Übernachten unter freiem Himmel oder das draußen Übernachten quasi verboten ist. Das zählt nicht zum Betreten. Betreten schließt das Übernachten nicht mit ein. Hingegen, was eingeschlossen ist, ist das Lagern. Wenn man jetzt also unbedingt es drauf ankommen lassen möchte, sich da in einen Rechtsstreit verwickeln zu wollen, dann könnte man sagen, ja, aber ich lagere doch nur. Wenn man aber nachts lagert und dabei schläft, dann ist das wahrscheinlich als Übernachten auszulegen und das ist halt eben nicht mehr drin. Ein Lagern per se ist drin. Also tagsüber sich ein Lager einrichten im Walde ist tatsächlich gestattet. Selbstverständlich müsste das halt ein nur so temporäres Lager sein, dass es nur kurzfristig quasi tagsüber stattfindet, weil ein Lagern über Nacht ein Übernachten darstellt. Also sich da rauszureden, dafür müsste man schon wirklich die ganze Nacht wach bleiben und einfach nur lagern über Nacht. Beziehungsweise man müsste halt dann wach sein und nicht so aussehen, als wollte man jetzt gleich schlafen, wenn jemand vorbeikommt, um es zu kontrollieren. Ist also Tüpfelschießerei und eigentlich darf man es in Bayern nicht. Aber diese entsprechende Verordnung ist von 1976. Die ist zwar noch in Kraft, aber da hat sich inzwischen doch vom Naturverständnis und vom Naturgenuss und Erholungsverständnis so viel verändert in der Gesellschaft und in Anbetracht dessen, dass ja Naturgenuss und Wandern und Naturschönheiten genießen auch in der bayerischen Verfassung eben entsprechend relativ hoch eingeschätzt wird, was traditionelles Brauchtum ist, könnte ich mir vorstellen, dass da niemals irgendwer irgendwas sagen würde. Aber rein technisch gesehen ist es verboten. Es ist allerdings das einzige wirklich Ausdrückliche, dass das Schlafen im Wald generell verboten ist, Verbot, das ich im deutschen Waldrecht finden konnte. Es ist aber auch ein sehr schwaches, in Anführungszeichen, weil es nur in der 25. Unterverordnung gefühlt der ganzen Rechtssituation drinsteht und sehr alt ist und wahrscheinlich überholt gehört. Ne? Aber es steht so drin. So. Außerdem, in Bayern wird auch noch aufgeführt, dass Bogen- und Armbrustschießen der freien Natur ausdrücklich nicht erlaubt ist, weil das eine Sportart ist, die andere Leute gefährden könnte. Die meisten anderen Bundesländer machen dazu keine Angaben. In Bayern steht explizit drin und ich dachte, ich sage es einfach mal dazu für die Leute, die das eben entsprechend interessiert. So, und damit sind wir mit Bayern auch durch. Pfirti!